Servus Leute, heute Wufertag. Ich glaube, wir haben schon wieder ein paar Tage keine Wufer mehr gemacht. Ground Zero Uranium Serie. GZUV10 SQX. Der liegt auch schon eine Weile rum. Wer sich ein bisschen mit Ground Zero beschäftigt, weiß, dass auch schon der Nachfolger da ist. Erstmal grundsätzlich zur Uranium Serie. Das sind die Sound Quality Wufer, die bezahlbaren Sound Quality Wufer. Es gibt natürlich auch noch Plutonium Referenz und solche Sachen, was dann so der High-End Bereich ist. Aber in Uranium bekommt man schon richtig, richtig gute Spitzenklasse-Produkte, ja, mit noch, ich sag mal, einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Referenzbereich ist es dann halt, da kommt es halt nur noch auf Klang an, egal was es kostet. Grundsätzlich erstmal SQX, ja, sagt uns vor allem, dass es die, ja, ich sag jetzt mal, mittlere Generation war. Es gab vorher den GZUV10 SQ. Der Nachfolger war der überarbeitete SQ, das ist der SQX, den wir heute im Video hier anschauen. Und dann gibt es ja schon wieder die nächste Generation auch schon wieder. Auf jeden Fall erstmal, ja, Karton, typisch Ground Zero, schick, süß, bedruckt, gibt es nichts zu meckern. Es ist ein 10 Zoller, so, mit Bedienungsanleitung, die für alle drei Größen da ist. Es gab also noch einen 8 Zoll und einen 12 Zoll, wir haben halt den 10 Zoll in dem jetzigen Video. Ja, aber steht ja feines drauf, hochwertiger SQ-Subwoofer, also ein reiner Klangwoofer. Die können schon auch echt Pegel, auch ausreichend für den Alltag. Aber es ist halt kein SPL-Druckwoofer für Ultra-Low-Bass oder sowas. Ja, also das muss man dann halt unterscheiden. Die Woofer können halt einfach unglaublich gut musikalisch klingen. Wir haben einen stabilen Aluminium-Gusskorb, den werden wir dann gleich im Video sehen. Auch die gepresste, beschichtete Pappmembran werden wir sehen. 2x2 um Doppelschwingspule, Kapt- und Schwingspulenträger. Audiophile Zentrierspinne aus Polycode. Und Schraubanschlüsse, das sehen wir dann gleich alles. Ja, dann gibt es hier noch so ein bisschen technische Daten. TSP und so ein Zeug. Gehäusebauvorschläge, das sind wir hier bei Bassreflex, Bandbass oder geschlossen, Bandbass vierter Ordnung. Die TSP habt ihr dann im Anschluss sowieso wieder unter dem Video. Wir schauen uns lieber erstmal den Woofer an. Hier ein bisschen auspacken und weg damit. Und, ich nehme das Ding mal zur Seite, der ist so schwer sonst für mein zartes Gemüt. Komm raus, so. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Kram drin. Alles. So, also was haben wir denn hier Feines? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal ja Dichtband dabei, passend mit den Aussparungen für die Verschraubung, dass man das nutzen kann, wenn man den Woofer zum Beispiel ohne Gummizierring oder sowas verbaut oder einfach halt zum Abdichten. Also ist es ja gedacht. So, und dann haben wir natürlich das Schätzchen GZUV10 SQX. Jetzt sehen wir das mal von vorne. So, was sehen wir hier? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal unsere Dustcap mit dem schwarzen Ground Zero Woofer für eine schöne kleine Optik. Wir haben unsere gepresste Papiermembran, unsere Schaumstoffsicke und außen gibt es hier noch so einen Gummizierring, damit das alles ein bisschen schöner aussieht, der dann ein bisschen auch die Schrauben versteckt. Alles in allem relativ clean gemacht, würde ich sagen. So sieht man vielleicht noch ein bisschen besser. Also eigentlich schon recht geiler Woofer. Die Rückseite gefällt mir persönlich noch geiler. Diese Körbe sind auch schon von anderen Herstellern ähnlich bekannt. Die funktionieren, das ist dieser Druckgusskorb mit, hier sieht man so ein bisschen die Gitter für die Hinterlüftung der Schwingspule durch, die 50 mm Kupferschwingspule, also kein CCA-Kupfer oder so, sondern ein richtiges Reinkupfer. Dann haben wir hier die vernähten Litzen, das sieht man hier so ein bisschen, diese Welle durch und diese wunderschön sauber gefertigten Schraubanschlussterminals, die dann halt mit einem roten Punkt für Plus und ohne Punkt für Minus markiert sind und hier steht auch ein Plus und Minus dran. Ja, also hier sieht man es, der rote Punkt ist quasi Plus. Das haben wir auf beiden für diese Doppelschwingspule. Warum finde ich den Woofer von hinten geiler? Weil diese Magnetabdeckung, ja, ich hoffe man sieht das ein bisschen, mit diesem Aufdruck hier des Herstellers sieht einfach unglaublich wertig aus. Also ich würde den vermutlich dann aus optischen Gründen lieber verkehrt rum verbauen, weil ich halt diese kupferfarbene Optik so geil finde. Und das in Verbindung mit dem Korb macht halt richtig geil was her. Also das ist, man sieht auch, für einen 10 Zoll ist es ein ganz schöner Brocken. Ja, also hat man schon ein bisschen Gewicht auch in der Hand. Hat auch eine Einbautiefe von 148 mm, also knapp 15 cm. Und ein Einbaulochdurchmesser von 236 mm. Also ist quasi hier dieses Loch, was dann den Woofer quasi reinsetzt auf die Holzplatte. Es muss 236 mm sein. Ansonsten ja, 8-fach Verschraubung. Und ja, das waren eigentlich so die groben Sachen, sage ich mal. Qualitativ gibt es nichts zu meckern. Man sieht ja auch die Litzen, alles schön mit Schrumpfschläuchen, alles vernäht. Es gibt hier keine großen irgendwelchen Klebereste oder irgendwas. Also es ist wirklich ein super geiler, verarbeiteter Woofer.
Preislich weiß ich gar nicht, wo sie liegen. Ich würde mal sagen 200-300 €. Ich weiß gar nicht, was die aktuelle Serie kostet. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Allroundwoofer. Ich habe auch die Nachfolgergeneration im Bassreflex. Alle drei. Also 8 Zoll, 10 Zoll und 12 Zoll inklusive Bassreflexgehäuse. Den 8 Zoll habe ich zum Beispiel im Nissan Sunny in meinem Track-Tool-Projekt hinten in der Reserveradmulde drin mit 230 Watt, 240 Watt dran. Reicht mir völlig aus in dem Auto und klingt halt vor allen Dingen auch mega geil. Und ich kann auch nach wie vor noch sagen, dass der Uranium-Bassreflex von der Effizienz her bei gleicher Leistung besser geht wie der GZ-RB, ja, und dabei noch besser klingt. Also ich habe es ja durchaus getestet mit dem Fertiggehäuse und GZ-RB 8 SPL gegen GZ-UB 8 BR und der GZ-UB 8 BR war mit weniger Leistung genauso laut wie der GZ-RB 8 SPL und klingt dabei einfach deutlich geiler, deutlich fülliger, runder, präziser. Er klingt halt in jeder Form besser, kann man einfach so sagen. Und das ist halt so ein typisches Indiz für einen hochwertigen Subwoofer, wo man sagen kann, bedingungslos könnt ihr kaufen. Ja, ansonsten würde ich sagen, Daten, wie gesagt, nochmal so im Anschluss dann unter dem Video drunter. TSP mache ich auch mit drunter, falls die man sucht. Und damit soll es das eigentlich schon wieder gewesen sein vom GZ-UB 10 SQX. So, mal zur Seite das Ding. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und sage danke und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.